Die Festivals haben wieder einen Sinn und ein Veranstalter lässt regelrecht die Bombe platzen. Denn Hip-Hop Bewegt kündigt an, Capital Bra auf ihrem Festival zu haben. Besonders interessant ist, dass seit Jahren der Berliner Rapper nicht mehr auf der Bühne stand. Weder auf seiner eigenen Tour, die mittlerweile mehrmals abgesagt wurde, noch hat er Shows gespielt oder war auf den Festivals unterwegs. Doch das ändert sich im September und dazu gibt es nun die passende Ansage. Denn scheinbar wollten Leute aus seinem Umfeld ihn daran hindern, wie er nun bekannt gibt. Aber er lässt sich davon nicht kleinkriegen, denn er tut alles, dass die Bühne in München diesmal brennt bei seiner Performance. Hier gibt es auch die passende Ansage dazu. Schaut es euch an. Übrigens, Tickets könnt ihr ab jetzt vorbestellen. Schaut unten in der Beschreibung einfach mal nach. Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Es wurde viel geredet, viele Touren wurden abgesagt, viele Shows wurden abgesagt, viele Leute haben gezweifelt, viele Leute haben mir leider auch viele Steine in den Weg gelegt. Aber da kamen auch Leute, die die Steine wieder beiseite geschoben haben. Ich bin bei Hip-Hop Bewegt im September in München auf der Bühne und werde alles abreißen, mein Bestes geben. Ich bin voll im Training und ich freue mich übertrieben, Bratans. Wir sehen uns, Berlin lebt, Mann. Ja, bra! An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Freut ihr euch schon auf die Performance von Capital und seid ihr schon gespannt, was er alles geplant hat? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.